als würden Sie den österreichischen Staat wie ein kleines Handwerksunternehmen führen, das eine Einnahmen-Ausgabenrechnung betreibt. Sie können sich nur vorstellen, das Budget zu sanieren, wenn Sie Ausgaben kürzen oder Einnahmen erhöhen. Was anderes hört man ja nie von Ihnen. Ne? Also Einnahmen-Ausgabenrechnung, ich schreibe also nur die Zahlungsflüsse auf, Einnahmen, Ausgaben, sonst gibt's nichts. Würden Sie den Staat wie ein bilanzierendes Unternehmen führen, Bilanz machen, dann wüssten Sie, dass man die Bilanz auch verlängern und verkürzen kann. Das wäre doppelte Buchhaltung. Würden Sie den Staat dann aber auch wie eine Bank führen, und warum eigentlich nicht, ja, warum soll nicht die Demokratie die Geldschöpfung übernehmen, dann könnten Sie bei der Bilanzverlängerung Geld schöpfen und bei der Bilanzverkürzung Geld vernichten. Und damit wäre in Wirklichkeit das Problem gelöst. Wenn Sie den Staat dann schlauer führen würden als eine Bank, wenn Sie den Staat schlauer führen als eine Bank, dann schöpfen Sie das Geld ohne Schuldbuchung. Nicht gegen Fremdkapital, sondern gegen Eigenkapital gebucht, wenn Sie das Geld erzeugen. Und durch eine Aufwandsbuchung ist es wieder weg und dann funktioniert es wie ein Gutschein, nicht wie eine Schuldbuchung der Banken. Also wir haben Möglichkeiten, rein buchungstechnisch Geld zu erzeugen und denen die Leistungen erbringen, von denen die Bevölkerung dann sagt, was die wert sein sollen, einfach Wohlstand zu geben, ohne anderen etwas wegzunehmen. Das ist ein umverteilungsloser Staat, der die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger respektiert. Und ich sage euch jetzt ganz genau, was die Probleme sind, unter denen wir heute und in der Zukunft im Bankensystem leiden werden. Das beginnt damit, dass das Geld, das ihr auf der Bank habt oder dorthin tragt, nicht mehr euer rechtliches Eigentum ist. Je mehr das billig ist, umso mehr kauft's. Aha, dann bleibe ich hin. Können wir die Schulden eher machen. Ich glaube, das ist mein Tinnitus. Also wenn ihr das Geld auf die Bank legt, dann gebt ihr damit euer rechtliches Eigentum auf. Das ist ein Problem. Denn die Bank, wenn sie pleite geht oder wenn sie sagt, sie hat jetzt nicht genug Mittel, die kürzt euch das einfach, die nimmt es euch weg, weil es nicht euer Eigentum ist. Ihr habt nur eine Forderung der Bank gegenüber. Da wäre es ja wesentlich besser. Euer Konto würde zum Beispiel die Telekom führen, die Sozialversicherung, das Bundesrechenzentrum, ja? Alle, die ein großes Rechenzentrum haben, wo wir eh schon alle registriert sind unter irgendeiner komischen Nummer, Sozialversicherungsnummer, bieten sich ja förmlich dafür an. Und dort haben alle Bürgerinnen und Bürger dann ein Konto, das ist aber in ihrem Rechtsbereich. Und das Geld darauf, das ist ihr Eigentum. Und das kann ihnen niemand wegnehmen. Und das entsteht dann, wenn wir schlau sind, aufgrund demokratischer Gesetze, an die wir uns einfach halten. Wir bestimmen selbst, was die Leistung für die Gesellschaft durch ihre Mitglieder wert sein soll. Und wenn jemand erwiesenermaßen die Leistung erbringt, wird das Geld dort frisch geschöpft. Und wenn er konsumiert, wird ihm Geld wieder gelöscht, aber es wird nicht mehr weitergegeben. Damit vermeiden wir den Geldumlauf und sind das ewige Nullsummenspiel los und sind eben in dieser wunderbaren, befreienden, demokratischen Gesellschaft ohne Nullsummenspiel, in dem wir alle gemeinsam reicher werden. Eine umverteilungsfreie Gesellschaft. Es ist im Prinzip wirklich einfach. Und es wird dazu kommen, und bitte denkt an meine Worte, es wird dazu kommen, dass schon sehr bald man uns ein bargeldloses System nahelegt. Möglicherweise durch gesetzlichen Zwang. Vielleicht wird es dann heißen, der ganze Euro kann nur weiter existieren, wenn wir auf bargeldlos umsteigen. Das kann schon sein. Aber spätestens dann stellt sich, wie gesagt, die Rechtsfrage, was ist ein gesetzliches Zahlungsmittel? Denn das sind heute nur Münzen und Scheine. Und wenn es nur buchungstechnisch passiert, dann haben wir in Wirklichkeit eine Forderung auf etwas, das nicht mehr existiert. Reines Giralgeld im heutigen System, wenn Münzen und Scheine abgeschafft werden, ist eine Forderung auf etwas, das es dann nicht mehr gibt. Und das ist dann auch meine liebenswürdige, freundliche Botschaft an Brüssel. Von dieser schönen historischen Stelle aus. Und ich bin mir sicher, das stimmt ihr alle mit ein. Bei der nächsten Währungsreform, meine lieben Freunde in Brüssel, werdet ihr an der Demokratie nicht vorbeikommen. Dankeschön. Thank you.
ich bin zwar noch nicht so alt, aber ich bin heute relativ gebrechlich, deswegen suche ich um Verständnis, dass ich mich hinsetze. Hört ihr mich alle? Also wenn ich den Franz Hörmann so zusammenfasse, dann müsste ich sagen, wenn Geldmachen eine Sünde ist, dann herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Aber wenn Geldmachen eine Sünde ist, dann herzlich willkommen in der Hölle des 21. Jahrhunderts. Wenn allerdings Geld kontrollieren keine Sünde ist, dann herzlich willkommen im Himmel des Franz Hörmann. Das fällt mir nur dazu ein, weil ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, Österreich hat 1973 den letzten Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften herausgebracht und dessen Theorien des Monetarismus oder besser gesagt des Neoliberalismus, Hayek hat er geheißen, dominiert heute die Welt. Sie dominiert und kontrolliert die Geldversorgung, sie dominiert und kontrolliert die Geldverteilung und sie dominiert und kontrolliert die Ressourcenverteilung. Jetzt will ich nicht sagen, dass uns der Hayek letztlich ein Erbe hinterlassen hat, das uns wirkliche Probleme geschaffen hat, aber ich glaube, dass wir 40 Jahre, nachdem der letzte Österreicher den Nobelpreis bekommen hat, durchaus imstande wären, noch einen hervorzubringen, der in Zukunft auch einen Nobelpreis verleiht bekommen kann. Und das ist in meinen Augen, und das sage ich ganz offen und ehrlich, der Franz Hörmann. Das ist übrigens mein lieber Freund Harvey Friedman, Monte Cristo, wie er sich auch nennt, der dieses Buch jetzt herausgebracht hat, das sehr empfehlenswert ist. Und ich habe ihm, nachdem er das gesagt hat, er hält mich für nobelpreiswürdig, auch schon gesagt, ich würde diesen Preis nur unter einer einzigen Bedingung annehmen. Nämlich, dass es der letzte Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ist, der verliehen wird, weil das ja eigentlich Pseudowissenschaften sind. Ich bitte euch, mich auch bitte zu verstehen, dass ich leider nur 10 oder 15 Minuten Zeit habe, weil ich habe nicht nur Schmerzen im Rücken und ich wäre normalerweise auf einer Insel, wo ich meine Schwimmtherapien machen muss für meinen Rücken. Deswegen werde ich mich kurz fassen, weil man hat mich gebeten, heute spontan kurz herzukommen, nachdem wir im Studio von Puls 4 waren und ich dort auch mit dem Herrn Spindelecker nachher out of Protokoll ein, zwei Sätze gewechselt habe und wir werden ein Treffen vereinbaren, das haben wir ausgemacht, weil ich ihm gesagt habe, dass das, was sich im Moment im Hintergrund unterhalb der Wirklichkeit, die er wahrnimmt, zusammenbraut, etwas auslösen kann, was ein Sturm sein wird. Und ich möchte das an dieser Stelle insofern einleiten, dass ich sage, der Platz, den ihr euch ausgewählt habt, um hier euch zu versammeln, ist schließlich am Fuße der Göttin Pallas Athene. Und wer weiß, dass die Göttin Pallas Athene letztlich auch für Kunst, für Kampf und für Strategien und vor allem für eines steht, für Weisheit, der wird vielleicht einen Widerspruch darin erkennen, dass die Weisheit hier vor dem Parlament steht und nicht drinnen debattiert. Weil dass die Pallas Athene da heraus in ihre Runden dreht, ist bezeichnend für das, was diese Herrschaften da hinten machen. Für mich war das Erlebnis dieses Buchschreibens etwas sehr Ergreifendes und etwas, was mich nicht nur berührt hat, sondern auch seelisch ausgezehrt hat. Und viele stellen mich heute als derjenige, als jemanden hin, der vom Saulus zum Paulus mutiert ist. Ich hatte auch ein Erlebnis in diesem Zusammenhang, denn als ich begonnen habe zu recherchieren für den Bankster Club, hatte ich noch sehr wenig, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt, aber was ich noch nicht gesagt habe ist, ich hatte nach einigen Monaten etwas gesehen, was ich sehr gut gekannt habe. Ich hatte vor circa 15 Jahren, als ich selbst im Investmentbanking und im Bankgeschäft tätig war, meine eigene Holding in der Schweiz war in einem Zulassungsverfahren für eine Bankkonzession seinerzeit bei der Eidgenössischen Bankenkommission in Bern. Die österreichischen Behörden haben mit einem Strich durch die Rechnung gemacht, respektive die Bundeswertpapieraufsicht. Aber was ich erzählen wollte, war Folgendes. Ich hatte damals unzählige Leute, die mich angesprochen haben. Die kamen, das waren
oft Unterhändler, Mittelsmänner mit akademischen Graden, die auf Universitäten auch tätig waren und die gleichzeitig auch andere Nebentätigkeiten durchgeführt haben. Und meine Aufgabe vor 15 Jahren war es unter anderem, Leute zu beraten oder zu betreuen, die ein paar hundert Millionen Euro entweder verschwinden lassen wollten, weiß waschen lassen wollten oder irgendetwas anderes damit vorhatten. Und die Konstruktionen, die wir seinerzeit gemacht haben, waren Konstruktionen, weil wenn Sie heute eine halbe Milliarde Euro weiß waschen wollen oder es in Verkehr bringen wollen, es investieren wollen und diese Herkunft dieser Gelder ist bedenklich, dann stehen Sie vor einem Problem. Sie müssen nämlich einen Baumstamm durch ein Schlüsselloch bringen und dann kommen Sie zu solchen Leuten wie mir. Und meine Aufgabe hat seinerzeit darin bestanden, große Organigramme und Strukturbäume zu zeichnen, die aus 100 bis 200 Briefkastenfirmen sich zusammengesetzt haben. Weil anders können Sie eine halbe Milliarde nicht weiß waschen. Das geht gar nicht. Aber, und das Interessante für mich war dann Folgendes, als ich Informationen über die BAWAG, über die Hypo, über die Raiffeisen, über die Erste Bank, über Sparkassen und über unterschiedliche andere europäische Banken bekommen habe, und das waren sehr viele interne Informationen, die die Öffentlichkeit nie erfahren hat, da bin ich plötzlich auf etwas gestoßen, was mich an die Arbeit erinnert hat, die ich vor 15 Jahren gemacht habe, nämlich Konstruktionen von 100 bis 200 Briefkastenfirmen, wo hunderte von Millionen Geldern drüber fließen, die von Banken gemacht werden, und zwar im Hintergrund. Und die dafür gemacht werden, dass Leute, die viel Geld haben, deren Herkunft wir nicht wissen sollten und auch nicht wissen dürfen, diese Gelder letztlich verwendbar machen, benutzbar machen. Weil nach den Geldwäscherichtlinien, und das wissen wir mittlerweile eh, die Vorschriften relativ streng sind. Aber wenn Sie Konstruktionen sehen von angesehenen Großbanken, wenn Sie Konstruktionen sehen von Systemträgerbanken, die Geld waschen für Waffenhändler, für Drogenhändler, für Leute, die kriminell tätig sind, über ihre Briefkastenfirmen und über ihre Tochtergesellschaften, und sie erinnern sich an die Arbeit zurück, die sie für andere Leute machen hätten sollen, dann fällt ihnen eines auf. Sie können das niemals alleine machen. Denn auch ich war damals in der Situation und hatte letztlich viele Leute und Berater und Helfer gebraucht. Und diese Leute dort brauchen auch Berater und Helfer. Und letztlich hat man nicht umsonst bis heute über 300 Millionen Euro nur für Berater, Honorare und für Gutachten ausgegeben, um noch immer nicht zu wissen, wie groß das Loch von der Hypo ist. Jetzt habe ich heute dem Spindelegger gesagt, nachdem ich ihm ja etwas gefragt habe. Und zwar Folgendes. Mich hat etwas beschäftigt. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, heute in dieser Puls-4-Diskussion, ob er weiß, wie hoch der Anteil der Käst ist, die er pro Jahr einnimmt, oder wie hoch der letzte Stand war. Er hat dann zuerst das auswendig nicht gewusst, er hat dann einen Betrag genannt von 2,7 Milliarden. Die Moderatorin und er haben nicht gewusst, worauf ich hinaus will, und ich wollte auf einen bestimmten Punkt hinaus, weil ich wollte ihn fragen, wenn er 2,7 Milliarden Euro an Käst im letzten Jahr eingenommen hat, dann wird er ja eine Budgetprognose haben für dieses Jahr. Und ich wollte von ihm wissen, wie hoch diese Prognose ist. Dazu ist es aber dann nicht mehr gekommen. Zu was es gekommen ist, dass ich ihn gefragt habe, wie hoch seiner Meinung nach der Verlust oder der Schaden sein wird, den er haben wird, oder an den Einbrüchen aus der Kapitalertragssteuer. Da hat er auch nicht gewusst, was ich meine. Dann habe ich ihm einen Artikel, besser gesagt ein Deckblatt vom Finanzjahresbericht der Europäischen Zentralbank vorgehalten. Der ist nämlich dieses Wochenende veröffentlicht worden. Und kurioserweise, 5 Tage nach der EU-Wahl, kommt unser EZB-Direktor Mario Draghi auf die Idee, uns über seinen Finanzjahresbericht dazu informieren, dass wir unbedingt und dringend, aber das sagt er nicht uns, sondern den Banken und den Investoren, Auszug aus den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Mario Draghi, wo habe ich es denn jetzt? Wem habe ich es denn gegeben?
Mario Draghi gibt eine Crash-Warnung an diesem Wochenende heraus. Heute ist Montag, es war am Freitag. Wer liebt es mir so? Danke. Gibt eine Crash-Warnung heraus, jetzt am 29. Mai, aus dem Finanzjahresbericht der Europäischen Zentralbank, wo er dringend alle Banken und Investoren davor rät, Vorsorge zu betreiben und sich zu schützen. Jetzt habe ich den Spindelecker gefragt, was er meint, und zwar ganz konkret steht das im Finanzjahresbericht drinnen, was er meint, wie hoch seine Einbußen bei der Kapitalertragssteuer sind, wenn das Vermögen der kleinen Leute so fallen wird, wenn tatsächlich ein Crash kommt, und ob er sich das nicht ersparen könnte. Auf das ist er nicht gekommen. Zu was es aber gekommen ist, ich habe ihn dann letztlich gefragt, wissen Sie, Herr Finanzminister, was ich nicht verstehe ist, wieso warnen Sie nicht Ihre eigenen Bürger? Denn ich habe nichts davon in den Zeitungen oder in den Medien gelesen. Nichts. Und ich werde Ihnen sagen, warum das so ist. Tatsache ist nämlich eines, und das hat mich sehr an Zypern erinnert. In Zypern war es auch so, dass die zypriotische Zentralbank den Oligarchen aus Russland oder den anderen Millionären und Milliardären noch am Vorabend, bevor die Bankschalter geschlossen worden sind, mehrere Milliarden Euro ausbezahlt haben. Die konnten das noch am Vorabend intern regeln und ihre Gelder abziehen. Am nächsten Tag ist die Bevölkerung von Zypern vor den geschlossenen Schaltern gestanden. Und denen hat man dann gesagt, sie können nur maximal 300 Euro abheben. Ich frage mich nur eines. Wenn ein Chef und unser Chef der Europäischen Zentralbank, der für 500 Millionen Bürger das Geld druckt, nur seinen Banken und seinen Investoren sagt, sie sollten Vorsorge betreiben und sich schützen, und das hingegen nicht sagt, dann muss da irgendein merkwürdiges Interesse darin bestehen. Und wenn ich das zu Ende denke, dann komme ich zu folgendem Ergebnis. Es gibt nämlich ein Bankwesengesetz, und in diesem Bankwesengesetz steht drinnen, dass ab einer bestimmten Prozentanzahl von behobenen Sparbuchgeldern oder Wertpapieren, die liquidiert und behoben werden, jede Bank das Recht hat, die Schalter zu schließen, einen Kommissionär zu bestellen von der Österreichischen Nationalbank bzw. von der Finanzmarktaufsicht und die kleinen Leute nicht zu ihrem Geld kommen. Daher habe ich den Herrn Spindelecker gefragt, was raten Sie den kleinen Bürgern? Weil der große Mann im Hintergrund kriegt sein Geld noch ausbezahlt. Aber wenn die Masse vor der Türe steht und ihre Ersparnisse haben will, für die sie jahrelang gearbeitet hat, dann hat sie vom Gesetz her einen Riegel vorgeschoben, der ja gar nicht die Möglichkeit gibt, sich zu schützen. Also was soll ich jetzt tun? Wenn mein oberster Geldhüter sagt, schützt euch, trefft Vorsorgen. Was soll ich dann tun, Herr Finanzminister? Ja, da müssen Sie dann Ihre Berater fragen. Na, wen soll ich denn sonst fragen, außer an Herrn Finanzminister? Der verwaltet ja letztlich auch unser Vermögen. Es geht ja nicht nur darum, wo er das Geld herkriegt, sondern wie er es auch verwendet. Und da habe ich halt wirklich, auch heute wieder, ein Erlebnis gehabt, wo ich wirklich größte Bedenken habe, dass die Weisheit wirklich nur da draußen steht und nicht da drinnen. Und dass wir... Danke. Und dass wir in einer seltsamen Situation sind. Und da hatte ich eine Vision, als ich heute hierher gereist bin, weil ursprünglich war es nicht beabsichtigt, nämlich in der, dass ich den Herrn Leopold Figl auf einem Balkon gesessen habe mit einem Staatsvertrag und er hat gesagt, Österreich ist frei. Ich muss offen gestehen, das würde ich gerne wieder hören. Und nicht nur bezogen auf Österreich. Ich würde es gerne hören, dass man sagt, Europa ist frei. Und wenn sich Europa emanzipiert von Amerika, dann könnte man vielleicht einmal hergehen und sagen, die ganze Welt ist wieder frei. Aber das kann nicht sein. Als die Lehman-Pleite am 14. September 2008 begonnen hat, hatte man das schon gewusst.
Nicht nur, dass die Brüder Lehman Mitgründer waren von der amerikanischen Zentralbank und es seit dem Jahre 1934 einen Streit gibt unter diesen Familien, der eben so gelöst worden ist, aber es hat mich dann an etwas erinnert, was mit dem Bröll passiert ist. Bei wem hat denn der Bush seinerzeit geholt im Jahr 2008, um das Problem dann aus der Welt zu schaffen? Einen Herrn Direktor von Goldman Sachs, und der hieß seinerzeit Henry Paulson. Und dieser Henry Paulson ist aufgetaucht, hat einen dreiseitigen Vertrag dem amerikanischen Kongress vorgelegt und dort den Kongressabgeordneten und Senatoren gesagt, wenn ihr das nicht unterschreibt, haben wir Kriegsrecht in den USA. Was die dann unterschrieben haben und abgestimmt haben, war die Frage, ob das amerikanische Volk den Großbanken 700 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen soll. So, das hat der Henry Paulson gemacht und nach 8 Wochen ist er wieder verschwunden und war wieder bei Goldman Sachs. Wie hat es denn der Herr Bröll gemacht? Der ist von der Raiffeisen gekommen, hat sein Finanzministerium ein paar Monate geführt, oder ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Jahre waren, hat uns einen Riesenschaden hinterlassen, es waren nicht 700 Milliarden, sondern es waren halt 20 oder 30 und ist wieder verschwunden, so wie der Herr Paulson. Dort, wo er früher war, in der Raiffeisen. Und das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir dieses Handlungsreaktions- und Entscheidungsmuster, das uns von der Wall Street diktiert wird, bis hierher über uns ergehen lassen müssen. Es kann nicht sein, dass wir nicht hergehen können und sagen können, eigentlich will ich in eine Zukunft blicken, wo ich sagen kann, es ist ein Fest, es ist eine Freude, uns von einer Geißel oder von einer Diktatur, von einer Parallelregierung, die im Hintergrund über uns diktiert und unseren Volksvertretern vorschreibt, was sie zu tun haben und wie sie ihre Fehler und ihre Kosten, die sie verursachen, zu tragen haben. Das kann es nicht sein. Und ich habe dem Spindelegger auch gesagt, wissen Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Nachdem er mittlerweile bekannt ist, und das ist ja auch im Dezember und im Jänner schon teilweise veröffentlicht worden, Standard, Presse, Profil, haben wir darüber berichtet, dass ja in Wahrheit die Raiffeisen durch eine Hypopleite sehr stark getroffen werden würde. Ich habe dann nach dem Studiogespräch den Vorschlag gemacht, er solle doch hergehen, wenn die Raiffeisen vielleicht zu wenig Geld hat oder keines mehr hat, um das zu zahlen, was sie zahlen müsste, dann soll sie doch vielleicht die Anteile an der österreichischen Nationalbank herausgeben und dem Volk zurückgeben. Und nicht dort bestimmen. Ja. Wisst ihr, was er mal gesagt hat? Er sagt, das haben wir alles schon erledigt. Die Nationalbank ist zu 100% im Volkseigentum. Habe ich gesagt, lieber